Ah, da sind wir wieder bei, wie heißt er? Markus? Markus. Und ich bin in einer neuen Aufnahmesession und das wird das letzte Mal sein, dass ich im Rahmen dieses Let's Plays auf derlei Dinge hinweise. Ich werde auch keine An- und Abmoderationen mehr machen. Nach der jetzt hier. Ihr könnt in Zukunft davon ausgehen, dass ich die ganze Woche, also so knapp 2 Stunden, immer am Stück aufgenommen habe. Dass eine neue Aufnahmesession quasi mit Anfang der Woche beginnt und mit Ende der Woche endet. So für meine Erfahrungen, dass ihr wisst, das erlebe ich immer so zwei, die Woche am Stück, was ihr ja dann jeden Tag in 20-Minuten-Abschnitten erlebt. Und dann ist dann aber immer eine Woche dazwischen, falls ich mal mich an irgendwelche Sachen nicht erinnern sollte oder irgendwie sowas in der Art. Einfach, dass ihr da mal Bescheid wisst. Ich lasse mal ein bisschen. So, jetzt gerade war ich zum Beispiel überlegen, wie ich hier hinkomme. Das wird so ungefähr so hinkommen, wie ich das gerade gesagt habe, mit Aufnahme, Anfang und so. Aber nicht zwangsläufig, weil ich aktuell laufende Kapitel definitiv immer zu Ende spielen werde. Und wenn dann quasi ein Kapitel in die nächste Woche reinrutscht, dann habe ich das dann in der vorigen Woche noch zu Ende gespielt, weil ich nicht innerhalb eines Kapitels aufhören will. Also ich spiele Kapitel definitiv dann immer zu Ende. Das ist alles so absolut scheiße irrelevant für euch, aber ich erzähle es euch trotzdem immer gerne, weil ich immer so gerne so ein bisschen Einblick in die Hintergründe tatsächlich auch gebe. Hallo Vogel, ist das ein künstlicher Vogel? Das sind Robotervögels, ne? Ja, cool. Okay, besser als echte Vögel einzusperren. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, das habe ich zwischendurch gemerkt, dass wir dieses Ablaufdiagramm hier, ach guck mal, Vögel aktivieren, nicht nur am Ende eines Kapitels aufrufen können. Oh, es ist ein langes, oh Gott, sind da viele Entscheidungen. Sondern tatsächlich auch zwischendurch, einfach um zu gucken, ob wir jetzt großartig irgendwelche Malmöglichkeiten hätten. Auch das wird das letzte Mal gewesen sein, dass ihr außerhalb eines Kapitelendes, eines Kapitelresümees diesen Bildschirm im Rahmen dieses Let's Plays gesehen habt. Und jetzt werden wir mal das Paket abliefern, nachdem wir als allererstes in den Spiegel geguckt haben und uns lange angestarrt haben. Ich weiß inzwischen übrigens auch, was wir verpasst haben im letzten Kapitel, wo wir Markus gespielt haben. Da gab es wohl noch einen Hotdog-Verkäufer, mit dem wir interagieren hätten können. Und dann wäre es das auch gewesen, hätten wir da echt die 100% in dem Kapitel gehabt. Blöd gelaufen, aber na gut, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Wecke Karl im Obergeschoss. Jo, okay. So, wir können hier Kamera auch umschalten. Sehr cool, habe ich gerade eben gemerkt. Wir erforschen hier erstmal, bevor wir Karl wecken. Ja, vielleicht haben wir ja wieder irgendwas zu lesen oder was weiß ich. Karl scheint auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld zu haben. Und einen seltsamen Geschmack, was Bilder angeht, wenn ich mir das da so angucke. Wobei das eine ist eigentlich ganz cool. Das da in der Ecke. Ist das ein Screensaver? Okay, da haben wir schon mal hingeguckt. Bücher. Mehr Bücher. Und komische Verzierungen am Schrank. Masken, nee, Totenköpfe. Bemalt. Oh Gott.
Ein Tiermörder. Oh Gott. Der Kerl ist Künstler, oder? Das erinnert mich an... Scheiße, welcher Film war das? Was, Hangover 2 oder Hangover 3? Ich habe mir eine Giraffe gekauft! Ah, schön. Ja. Silber gewinnt in 3 Zügen. Von mir aus. Silver. Silver war auch ein ziemlich geiles Spiel. Das würde ich auch gerne mal mit euch let's playen. Das Problem ist nur, dass ich es irgendwie nicht mehr in Gang gekriegt habe nach einer gewissen Zeit. Beziehungsweise ich hatte riesige Grafikprobleme und alles da. Aber das war auch, das war echt, das war mal was anderes. Gerade auch, weil die Steuerung halt auf Maus ausgelegt war. Mit verschiedenen Schwerttechniken, die wir ausgelöst haben, indem wir unsere Maus auf eine gewisse Art und Weise bewegt haben. Und also es war schon, es war ziemlich cool gemacht alles. Hat mir auch sehr gut gefallen. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann dann doch mal zum Laufen. Dann können wir das ja irgendwann mal in Angriff nehmen. Im Moment beschäftigen wir uns natürlich mit Detroit. Und wir haben wieder was zu lesen. Ich weiß, das macht ihr immer besonders gerne. Tiefgefrorene Schätze. Der Nordpol. Wieso Russland ihn will. Bonuskultur. Wieso Banker sich selbst so viel zahlen. Und steht Präsidentin Warren Cyberlife zu nahe? Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Scheiße, das war... So, nach unten wollte ich. Okay. Der Nordpol. Wieso Russland ihn will. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Thirium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das Bruttoinlandsprodukt. Zusätzliche Thirium-Reserven würden beiden Nationen erlauben, modernere Androidenmodelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland, mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Wow, die ist ja wie Trump. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Präsidentin Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. NATO-Sicherheitsrat über arktischen Disput gespalten. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneisoberfläche des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Ein NASA-Sprecher antwortete auf diesen jüngsten in einer Reihe von Beweisen für Leben auf anderen Planeten. Unsere Androiden-Expedition zu Io ist eine unter vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei Cyberlife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere raumfahrenden Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind.
Wisst ihr, diese ganze Frage, diese ganze Diskussion, gibt es Leben auf anderen Planeten? Meine Auffassung dazu ist ja ganz ehrlich, es ist verdammt scheiße arrogant von der menschlichen Rasse, bei der gewaltigen Größe des Universums davon auszugehen, dass wir die einzige intelligente Lebensform im gesamten Kosmos sind. Ja, das ist einfach, das ist absolut arrogant. Ich bin fest davon überzeugt, dass es da draußen Leben gibt. Aber ob dieses Leben technologisch extrem hochentwickelt ist und quasi die Gesetze der Physik brechen kann, weil das die einzige Möglichkeit für Überlichtreisen oder ähnliches wäre, und uns tatsächlich schon mal besucht haben hier, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das denke ich ehrlich gesagt eher nicht, weil letztendlich, warum? Was würde uns denn so besonders machen, dass irgendjemand von Milliarden und Abermilliarden von Lichtjahren entfernt die lange, strapaziöse Reise auf sich nimmt? Vielleicht, was weiß ich, gerade wenn man halt keine Überlichtgeschwindigkeit hat, ist man ja wirklich Milliarden von Jahren dann auch unterwegs, einfach nur um hierher zu kommen und zwei Bauern und eine Kuh mitzunehmen. Ja, also das ist wieder was anderes. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob außerirdische Lebensformen uns hier tatsächlich schon mal besucht haben. Ich weiß es nicht. Skeptisch. Ich würde es nicht komplett ausschließen, aber da bin ich doch eher skeptisch. Gibt es Leben auf anderen Planeten? Definitiv. Weil ich finde schon, dass man zwischen diesen beiden Sachen auch unterscheiden sollte. Ich könnte natürlich auch einfach mal gucken, wo wir hier interagieren können. Hier können wir nochmal aufräumen. Ich hoffe, dieser Karl, den stört das nicht. Vielleicht in der Ecke können wir noch was machen. Und haben damit einfach mal spontan, nee, haben wir noch nicht ganz. Ich würde gerade sagen, wir haben dieses Atelier aufgeräumt, aber anscheinend noch nicht komplett. Jetzt. Oder? Jetzt haben wir es aufgeräumt, ne? Auf jeden Fall kann ich hier mit nichts mehr interagieren. Teilweise schon seltsame Bilder. Hier können wir jetzt aber noch Klavier spielen. Oh, da in der Ecke ist die Treppe. Die habe ich schon gesucht. Dann können wir nochmal gucken, ob wir da vielleicht hochgehen können. Mehr interagieren können wir nicht. Mal kurz gucken. Mit dem Fernseher können wir noch. Und wie gesagt, ich wollte noch gucken, ob wir vielleicht nach oben gehen können über die Treppe hier. Nicht von dieser Seite? Von der Seite auch nicht. Ach, weil es nicht der Fernseher ist, sondern das Magazin, das wir schon gelesen haben. Okay. Komm, geh weiter. Ist ja komisch, da kriegen wir nicht das Angebot, dass wir das aufräumen können, ne? Gut. Dann ist es an der Zeit, nach oben zu gehen. Hier können wir noch ein bisschen Kunst begutachten. Wie so ein Rorschach-Test. Was sehen Sie in diesem Bild? Den Penis meiner Mutter. Und was sehen Sie in diesem Bild? Den Penis meiner Mutter. Ah ja. Und hier? Der Penis meiner Mutter. So, okay.
Ah, jetzt sind wir trotzdem hier oben. Wieso hat er einen Dinosaurier in seiner Bibliothek hängen? Was? Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich darüber fahre. Wo müssen wir denn hin? Und kann ich hier vielleicht die Gardinen noch irgendwie aufmachen oder irgendwas? Ein bisschen Licht und Leben in die Bude lassen? Nein, geht nicht. Okay. So, das ist bestimmt Karls Schlafzimmer hier. Guten Morgen, Karl. Karl hat ein Doppelbett im Schlafzimmer. Das ist schon mal interessant. Ich wollte nur gucken, ob wir noch irgendwas anderes machen können hier. Denn offensichtlich schläft er alleine in diesem Doppelbett. Scheiße. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Markus? Du vergisst nie irgendwas. Und wenn, habe ich es vergessen. Wir können im Moment nicht besonders viel machen, als das Medikament zu verabreichen. Eine Sache, die mich gerade interessiert, wo ich gerade drüber nachdenke. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Ist das der Kerl aus Millennium? Wie heißt er? Der Schauspieler? Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. So, ganz kurz, eine Sache. Na gut, dann machen wir das erstmal fertig, bis wir eine Stelle haben, wo ich wieder auf Pause gehen kann oder sowas. Oder wenn Sie sich gerade nicht unterhalten, können wir uns auch so kurz überlegen. Markus, sein Name ist ja Markus. Und meine Frage ist jetzt, ist Markus das Modell? Ja, gibt es zehntausende Markus, die da draußen rumrennen, die heißen alle Markus? Oder hat Karl sich den Namen Markus ausgesucht quasi? Und das Modell ist, was weiß ich, X33-BD18 oder keine Ahnung. Also sind wir quasi bei IKEA oder sind wir bei Star Trek? Der wollte gerade anfangen zu reden, deswegen habe ich nochmal. Aber ich kann hier auch nichts weitermachen. Aber ganz ehrlich, diese Wohnung ist nicht gerade sonderlich behindertengerecht mit den ganzen Treppen und alles, ne? Weil da ein Treppenlift, habe ich nicht so oft Liegt doch da geachtet, eigentlich aber. irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon viermal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden.
Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Dieses Bild, das ist sowas von fucking Meta. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Leo, sein Sohn? Da ist tatsächlich ein Treppenlift. Wow, ein Treppenlift für den ganzen Rollstuhl. Das ist cool. Sowas hat meine Oma nicht. Und der von meiner Oma, der geht auch ungefähr 5% so schnell wie der hier. Wenn überhaupt. Das ist echt beeindruckend. So, ich habe gerade nicht die geringste Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen.